Dritter Spieltag in der Regionalliga Bayern, der TSV 1860 München zu Gast beim TSV Buchbach. Und das Ganze, Sie können das unschwer erkennen, unter etwas erschwerten Bedingungen. Es hat den ganzen Tag geschüttet wie aus Kübeln. Der Platz ist trotzdem noch in einem relativ guten Zustand. Man hat das beim Aufwärmen schon ein bisschen mitverfolgen können. Der Ball rollt natürlich nicht ganz so, als wäre das hier noch frisch gesprenkelt worden, sondern er hakt ab und zu, aber trotzdem ist das Ganze freigegeben worden. Heute Mittag gab es sogar eine Platzbegehung vom Schiedsrichter Christian Dietz, der dem Ganzen dann grünes Licht gegeben hat für Spieltag Nummer 3. Die Löwen also wollen an die ersten zwei guten Spiele anknüpfen und einen Traumstart hinlegen. Das heißt, 9 Punkte aus 3 Spielen, das wäre dann das Ziel der Mannschaft von Daniel Birovka. Und das ebenfalls unschwer zu erkennen, ausverkauftes Haus jetzt schon in der MSR Arena. 2500 Leute würden normalerweise reinpassen. Man hat das extra nochmal erweitert auf 2700, dass die hier auch alle rein können, die 60-Fans. Bester Laune und bereits jetzt schon im Gästeblock hüpfend, und das trotz dieses doch sehr unvorteilhaften Wetters. Die sitzen da bzw. stehen im Regen. Schauen wir mal, inwiefern ihnen das stimmungstechnisch einen abbricht. Jetzt sind also auch die Gäste in hellgrün bereit einzulaufen, angeführt von Kapitän Felix Weber. Das kann man, denke ich, vorwegnehmen. Eine Umstellung hat es in der Startelf von Daniel Birovka gegeben. Nicolas Helmbrecht rückt in die Startelf für Kindsvater. Ansonsten ist das die gleiche Mannschaft, die zuletzt vor heimischer Kulisse den 3:1 Heimsieg gegen Burghausen einfahren konnte. Und auf der anderen Seite können wir natürlich auch noch ein bisschen was zum aktuellen Tabellen-7. aus Buchbach sagen. Die sind durchschnittlich in die Saison gestartet. Auftaktsieg gab es, ein 2:1 zu Hause gegen Rosenheim. Nach Rückstand das Ding noch vor heimischem Publikum gedreht und dann gegen einen möglichen Abstiegskandidaten, gegen Schalding, am vergangenen Freitag mit 0:2 verloren. Das war so im Matchplan sicherlich nicht vorgesehen. Und wenn möglich, dann gibt es natürlich keine bessere Möglichkeit, als das heute gegen den großen TSV 1860 wieder gut zu machen. Geht's rauf aufs Feld. Wir nehmen das Ganze mal mit. Wie gesagt, 2700 haben sich hier versammelt. Zum Vergleich Buchbach, eine Einwohnerzahl von 3000. Also hurra, das ganze Dorf ist da. Sei auch noch gesagt, die Hausherren in Rot-Weiß ohne Veränderung im Vergleich zur 0:2 Niederlage gegen Schalding. Da sehen wir den Trainer Anton Bobenstetter, der setzt also auf die gleiche Startelf. Keinerlei Veränderung, ein ganz klassisches 4-4-2, das dann den Löwen Paroli bieten soll. So, Grübel,
Mannschaftskapitän der Buchbacher und Weber haben sich nochmal auf den Seitenwechsel geeinigt. Das heutige Spiel wird Ihnen präsentiert mit der freundlichen Unterstützung. Aber bevor es den gibt, wird natürlich nochmal die eigene Kurve beklatscht. Daniel Birovka, jetzt zum Schluss war er zentral im Bild. Start nach Maß, natürlich das Ziel. Gab unter der Woche schon wieder ein bisschen Unruhe beim TSV 1860 München. Bei der Mitgliederversammlung ist einiges passiert, worauf wir sicherlich im Laufe der Partie auch nochmal zu sprechen kommen. Unter anderem ist Birovka indirekt unter Druck gesetzt worden vom Präsident Reisinger, der mit der Aussage, er möchte keinen Druck ausüben, aber natürlich müsse die Mannschaft um den Aufstieg mitspielen, bei Birovka was losgetreten hat, das dem so überhaupt nicht gefallen hat. Birovkas Antwort relativ lässig, er möchte natürlich auch keinen Druck auf Reisinger ausüben, aber er hofft dann, dass der entsprechend auch alles erfüllen kann, was er auf der Mitgliederversammlung versprochen hat. Also da ein kleines Techtelmechtel und wir starten in die 90 Minuten. Der TSV Buchbach in rot-weiß gestreift von rechts nach links gegen die in hellgrün gekleideten Löwen. Die direkt mal den ersten Ball auf die linke Seite spielen. Kein Foulspiel an Kaga. Man hat das am ersten Spieltag gesehen in Memmingen. Diese Fünferkette der Löwen hat durchaus ihre Vorteile. Kann dann immer wieder die Seite schnell wechseln. In der ersten Partie Christian Köppel, der Nutznießer, der nach wenigen Minuten dann völlig frei auf der linken Seite zum Heber aus 30 Meter ansetzen konnte. Also das ist durchaus ein System, was der Mannschaft von Birovka liegt. Schauen wir mal, wie sich dann der TSV Buchbach auf diese offensive Fünferkette eingestellt hat. Erster Ball gewinnt Stefan T. Drum. Keeper Daniel Maus aufmerksam. Der 22-Jährige zum ersten Mal halb in Aktion. Kommt aus der Jugend der Unterhachinger. Dort in der U19-Bundesliga aktiv gewesen. Und in dieser Saison ganz offensichtlich Nummer 1 der Buchbacher. Gibt ja auch dazu eine witzige Geschichte. Die Nummer 1 der letzten Saison, Alexander Strobel, ist mittlerweile in Reihen der Löwen. Aber dem haben sie es eigentlich mit zu verdanken, dass sie noch Regionalliga spielen dürfen. Hat in der 95. Minute am letzten Spieltag per Kopf nach einer Standardsituation das 3:2 Siegtor in Rosenheim erzielt. Man entging damit der Relegation und dann wanderte der viel umjubelte Held Alexander Strobel zu den Löwen ab und muss sich da allerdings hinter Marco Hiller einreihen. Nächster Einwurf, Markus Grübel macht das. Siebenundzwanzigjähriger Kapitän der Buchbacher. Unter anderem auch schon mal für Wacker Burghausen in der dritten Liga aktiv gewesen. Ein Rechtsverteidiger mit viel Offensivdrang. Das hat natürlich den Nachteil, dass auf links bei den 60ern dann ein bisschen mehr Platz sein könnte. Nico Kaga. Applaus
Christian Köppel. Also Stimmung ist ganz gut. Zumindest bei den Löwenfans. Partie, wie sagt man so schön, noch in der Abtastphase. Da wird noch keinerlei Risiko gegangen. Ist aber auch noch keine Not. Wie gesagt, erstmal auch ein bisschen an diese Platzverhältnisse gewöhnen. Wäre auch ein Wunder, wenn das hier alles optimal wäre, nachdem es wirklich den ganzen Tag geregnet hat. Die Löwen aber langsam mit ein bisschen mehr Ballsicherheit in den eigenen Reihen. Erik Weger. Weber. Und rüber auf den Mauersberger, womit wir die drei Innenverteidiger dann benannt hätten. Versucht sich als Flankengeber. Dann haben wir wieder Erik Weger. Daniel Wein. Und die Löwen lassen den Ball schön in den eigenen Reihen laufen. Und dann Missverständnis zwischen Helmbrecht und Andermatt. Noch warten wir auf den ersten Torschuss. Aber wie gesagt, das alles verständlich. Auf der anderen Seite Buchbach. Da hat der Trainer Anton Bogenstetter auch nochmal betont. Im Grunde ist das für uns hier kein wirkliches Punktspiel, weil es eigentlich keine Punkte zu holen gibt. Also der hat da den Gästen großen Respekt gezollt. Es sei eine unglaublich gute Mannschaft, die man überhaupt gar nicht unterschätzen dürfe. Und man müsste dann eben mit allem, was man habe, dagegen halten. Er hat das dann nicht hinzugefügt, aber ich mache das mal im Zweifel dann auch über den Rahmen des Erlaubten dann etwas hinaus, solange das alles halbwegs fair bleibt. Und das tut es bisher. Und sie stehen hinten auch wirklich sehr gut sortiert. Diese zwei Viererreihen deutlich zu erkennen. Und sobald es Richtung Strafraum von Daniel Maus geht, wird es für seine Mannschaft, für die Mannschaft von Daniel Birovka, extrem schwierig, weil extrem eng. Andermatt, leichte technische Probleme. Gut gelöst von Daniel Wein. Und wieder so ein weiter Diagonalball. Helmbrecht mit dem Stockfehler. Und sofort der Versuch von Buchbach, schnell umzuschalten. Mit allem, was ging, Christian Bruccia, der Mann mit der Nummer 17. Daniel Wein dazu lässig. Aber keine Zeit, lange darüber zu reden, weil schon wieder Buchbach kommt und jetzt heißt es 1:0. Und ich bin gespannt, wer den am Ende über die Linie gedrückt hat oder ob es nicht sogar noch ein Eigentor war. Wieder ein Rückstand für die Löwen. Zum zweiten Mal in Folge muss man einem 0:1 hinterherlaufen. Freude auf der Bank der Buchbacher natürlich groß.
Und wir haben die Möglichkeit, nochmal drauf zu gucken. Flanke von Grübel. Ja, und es ist ein Eigentor. Und es ist genau Felix Weber, der Kapitän, der dann am Ende relativ unglücklich aussieht, aber irgendwie auch nicht mehr wegkommt. Marco Hiller, Torwart, wenn er rauskommt, schöner alter Spruch, dann sollte er den Ball zumindest irgendwie berühren. Fliegt komplett drunter durch. Und Weber steht dann da wie ein begossener Pudel und macht das 1:0 für Buchbach. Das ist nach nicht einmal 10 Minuten schon eine Überraschung. Das einzig Positive, was Birovka aus der Situation ziehen kann. Wie gesagt, es ist nicht das erste Mal in dieser Saison, dass man zurückliegt. Ausflug auf der anderen Seite, Maus zum Einwurf. Köppel. Ja, Versuch, offensiv zu pressen. Im zweiten Anlauf dann erfolgreich Andermatt. Vega. Köppel, der Linksverteidiger, aber wie gesagt, sehr schwierig. Buchbach steht da auf 30 Meter, ein paar Meter vor dem eigenen Strafraum, ganz eng gestaffelt und hat dann solche Bälle eben, in dem Fall Gordon Büch. Buccia, kein Foul am Helmbrecht und dann kommt doch noch der Pfiff. Christian Dietz, der Unparteiische, revidiert die Entscheidung weiterlaufen zu lassen oder hat sich da extrem viel Zeit angelassen. Aber Nicolas Helmbrecht bekommt den Freistoß. Stefan T. sehen wir hier im Bild. Ich weiß nicht, ob man ihm dann letztlich dieses Tor gut geschrieben hat. Aber eigentlich fast unmöglich. Felix Weber, der Eigentorschütze. Das Ding kann ihm so keiner mehr nehmen. Und für 60 die Möglichkeit, dann über eine Standardsituation zum ersten Mal gefährlich zu werden. Timo Gebhardt mit rechts. So ist es, Gebhardt und Maus. Kein Elfmeter, Andermatt. Auch das kein Foul. Wird ein bisschen hitziger. Kontermöglichkeit für Buchbach. Unterbunden. Und Maus wieder aus seinem Kasten. Kleiner Manuel Neuer. Ja, kein Foulspiel. Da können wir dann schon eher drüber reden bei der Geschichte zwischen Petrovic und Andermatt. Wieder Buchbach. Bauer. Mit viel Tempo einmal mehr Grübel. Den hält er rechts hinten relativ wenig. Gefällt mir richtig gut, der Kapitän der Buchbacher, der auch jetzt wieder zum Einwurf schreitet, in der vergangenen Saison nicht allzu viel zum Zug gekommen. 20 Spiele ist unterm Strich in Ordnung, aber der war viel verletzt. 8 Wochen lang immer mal wieder muskuläre Geschichten gehabt. Kam nicht so wirklich in den Tritt und ist, wenn er fit ist, natürlich absolut gesetzt da rechts hinten. Und das sieht man heute einmal mehr, was passiert, wenn man einen Außenverteidiger hat, der so stark in der Offensive unterwegs sein kann, wie Grübel das heute einmal mehr ist. Weiter Einwurf von ihm. Gebhardt und wieder Grübel. Das kein Foul. Jetzt ist er liegen geblieben. Die Partie geht zunächst weiter.
Dann kriegt Gebhardt den Freistoß. Es wird ein bisschen hitziger. Viertelstunde gleich vorbei. David führt gegen Goliath. Der TSV Buchbach dank eines Eigentores aus der 9. Minute von Felix Weber in Führung. Aber ich bin ganz ehrlich, es ist jetzt nicht unverdient. Nicht, dass Buchbach hier eine Chance nach der anderen sich herausspielen würde, aber die Löwen auf dem Weg nach vorne noch zu ungefährlich. Eine Standardsituation von Gebhardt, das war bisher alles, was von den Löwen kam. Und auf der anderen Seite war es eben dieser eine Flankenlauf von Grübel. Und dann dürfen wir nicht unterschlagen, dass Maximilian Bauer nochmal nach knapp 6 Minuten fast alleine vor Hiller aufgetaucht ist. Also sie trauen sich hier durchaus etwas zu. Und jetzt müssen sie aber aufpassen. Kaga! Und Daniel Maus zum ersten Mal ernsthaft gefordert. War ein klasse Diagonalball. Nico Kaga läuft super ein. Hat dann vielleicht sogar noch die Zeit, den anzunehmen. Probiert es direkt und Maus sagt danke. Andermatt, der ist zu weit. Man muss das heute, glaube ich, auch so ein bisschen revidieren. Vor allem das, was ich anfangs gesagt habe, dass sie hier mit einer Fünferkette auflaufen. Sieht so aus, als wäre Daniel Wein da immer wieder im Zentrum mit Andermatt und Gebhardt so ein Dreieck. Und hinten sind es dann doch eben 4. Mit Erik Vega auf rechts. Stand jetzt, Stand 17. Minute, noch nicht wirklich von Erfolg gekrönt. Da ist er, Vega. Ein Eckball. Gebhardt hatte dann noch in Richtung Dietz moniert. Ist nicht ganz zufrieden, dass man ihn etwas härter angeht in den Zweikämpfen. Alles im Rahmen, das muss man dazu sagen. Also Wallet und Petrovic, die beiden defensiven Mittelfeldspieler Buchbachs, sind da körperlich schon eng dran. Das passt ihm nicht so ganz, Timo Gebhardt. Zweiter Anlauf, Vega, Gebhardt. Viel Platz. Ball ist eigentlich lang in der Luft. Nico Kaga. Und Andermatt, die ist nicht schlecht. Sofort wieder die Idee zu kontern von Buchbach. Klar, das Konzept liegt nahe. Man versucht schnell umzuschalten. Aber das gelingt der Mannschaft von Anton Bogenstetter auch wirklich richtig gut. Der letzte Pass will noch nicht so ganz. Aber alles andere dürfte mehr oder weniger nach Plan laufen. Diskussion. Stefan T., der heute Geburtstag hat. Vielleicht war er deshalb vorher auch noch mal im Bild. An der Stelle alles Gute. Wird heute 29 Jahre alt. Schauen wir mal, ob wir noch zu seiner Spezialität kommen. Der Einzige, der auf seinem Spielerprofil vermerkt hat, welche Schussgeschwindigkeit der denn aufbringen kann. 123 km/h. Also, lassen wir uns mal überraschen. Und auch der ist zu weit. Die Genauigkeit bei 60 lässt wirklich noch zu wünschen übrig. Vega
wie gesagt, ab und zu bremst der Ball ein bisschen, aber das sollte bei diesen langen Dingern dann eigentlich eher von Vorteil sein. Wir haben das gerade gesehen, wo es Richtung Eckfahne ging, wurde der Ball immer langsamer. Aber die sind trotzdem einfach noch mit zu viel Tempo geschlagen. Der hat vom Timing her gepasst, aber trotzdem, Helmbrecht zieht dann den Kürzeren gegen Büch. Auch noch nicht wirklich drin in der Partie, Nicolas Helmbrecht. Joker in Memmingen, das Ganze dann auch mit einem Tor gekrönt. Darf dann heute mal von Anfang an ran. Aber der 22-Jährige auf rechts außen da bisher noch relativ aktionslos. Und die nächste Flanke. Wieder von Drübel und die nächste Möglichkeit. Also sie bekommen da ihre Möglichkeiten immer und immer wieder. Einmal mehr Maximilian Bauer. Offensichtlich für die diagonalen Bälle zuständig ist. Helmbrecht. Kaga hinterlaufen von Köppel. Den zieht es aber eher in die Mitte. Andermatt. Jetzt hat Köppel mehr Platz auf links. Christian Köppel. Wieder sehr stark verteidigt. Gedoppelt. Dann gibt es den Einwurf für Buchbach. Immer mal wieder so ein Kandidat, der, wie soll man das sagen, um den Klassenerhalt mitspielt. Einer von vielen. In der vergangenen Saison hat es am letzten Spieltag dann zum sicheren Klassenerhalt gereicht. Das soll, wenn möglich, dann in dieser Saison natürlich früher eingetütet werden. Und wenn man das heute sieht, zu Hause den Auftakt gegen Rosenheim gewonnen und heute einmal mehr auf Kurs Heimsieg, dann ist das kein ausgeschlossenes Ziel. Früher sich wieder mit den Planungen für die Regionalliga zu beschäftigen. Spiel von Patrick Drofer. Jetzt war es relativ lang, ziemlich leise im Löwen-Fanblock. Das hat sich mit gerade wieder gelegt, weil sie auch gesehen haben vielleicht, dass ihre Mannschaft auf dem Platz dann die lautstarke Unterstützung braucht, um hier dann mal auch was Ordentliches kreieren zu können. Also bis auf Nico Kaga, diesen Schuss, den dann Daniel Maus sicher halten konnte, und eine Freistoßchance von Timo Gebhardt, ist noch nichts vermerkt auf meinem Chancenzettel.
über 24 Minuten gespielt. Sie können das definitiv besser. Aber das ist etwas, was Daniel Birovka auf der Pressekonferenz vor diesem Spiel auch schon angedeutet hatte. Es ist ein sehr aggressiver Gegner, der gerne mal an die Grenze des Legalen geht. Davon haben wir allerdings noch nichts gesehen. Auch deshalb, weil Buchbach auch noch nicht muss. Vielleicht dann jetzt an der Matt. Auch hier nicht, nein. Aber man darf dieses Spiel nicht vorher abschreiben. Also man muss Buchbach durchaus ernst nehmen. Und wenn ich ihn so sehe, wie der an der Seitenlinie auf und ab tigert, dann ist er nicht wirklich zufrieden mit dem, was hier passiert. Auch relativ wenig Tempo auf dem Weg nach vorne drin bei den Löwen. Sehr gemächliches Aufbauspiel und dann ist es meist Andermatt, der dann den Ball diagonal über den Platz drischt. Mal mit Erfolg, mal nicht. Gepard ab, dann der weite Ball wieder mal Richtung Spitze. Ist auf Dauer natürlich auch für den Stürmer ein sehr unschönes Spiel. Du musst eigentlich die ganze Zeit nur den weiten Bällen hinterherlaufen, weißt, dass du im Grunde 80-90% umsonst läufst, weil du eben alleine gegen teilweise 4 Abwehrspieler bist. Aber ab und zu, und das haben wir auch schon gesehen, ist dann dieses Nachgehen von Erfolg gekrönt. Nächster weiter Einwurf, Markus Grübel. Ah, wieder leichte Verwirrung. Sascha Mölders, Kaga mal mit Tempo. Gebhardt ist dabei, ganz rechts kommt Helmbrecht noch mit. Da war wenig Ball dabei, auch wenn er das naturgemäß anders gesehen hat. Und da ist viel Platz, Fahne geht aber hoch. Weil es den Freistoß für Buchbach gibt. Das war eigentlich eine schöne Schussposition für Thomas Leberfinger da außerhalb des 16ers. Hat man aber gar nicht erst abgewartet. Stattdessen gibt es den Freistoß. Ja. Und der senkte sich gefährlich für Marco Hiller. Mehr wirklich zu erkennen. Aber der war nicht ohne. Einmal mehr Maximilian Bauer. Der Mann mit der unfassbaren Torquote in der Kreisliga für den TSV Dorfen in 3 Saisons 68 Tore geschossen.
und ging dann im Juni 2014 nach Buchbach. Das ist aber auch eine Zahl, die für sich selbst spricht. Dass das in der Regionalliga so dann nicht mehr umzusetzen ist, war auch klar. In der vergangenen Saison hat er 3 Tore auf sein Konto geschraubt. Allerdings auch nur 14 Spiele absolvieren können, auch er immer wieder von Verletzungen geplagt. Und da ist er wieder unterwegs, Fahne geht hoch, abseits. Mitgekommen. Helmbrecht. Vega. Der ist gut. Helmbrecht. Arm ist natürlich draußen von Bücher, aber alles im Rahmen, sagt Dietz. Es gibt den Einwurf. Immer wieder der Blick raus zu Daniel Birovka, dessen Miene von Mal zu Mal jetzt nicht zwingend besser wird, um es mal nett zu formulieren. Mölders zu ungestüm. Geschenkter Freistoß für Buchbach. Also so souverän diese ersten 2 Auftritte der Löwen waren, so ideenlos wirkt das heute. Und das, obwohl man extra angekündigt hatte, man will in diese englischen Wochen, die jetzt folgen, 3 an der Zahl sind, eigentlich gut starten. Das heißt mit 3 Punkten, man ist klarer Favorit, nur dass wir das auch an der Stelle nochmal ganz deutlich erwähnt haben. Und läuft den Erwartungen hier nach über einer halben Stunde absolut hinterher. Das war mal gut von Mölders. Ball gegen 2 Mann behauptet, ist aber auch völlig alleine auf weiter Flur da vorne. Dann hohes Anspiel noch dazu. Wie soll er den irgendwie gefährlich unter Kontrolle bekommen? Mit dem Rücken zum Tor. Das ist aussichtslos. Ball von Mauersberger ins Nichts. Helmbrecht. Vielleicht ja mal über Kager. Der ist ja gut für eine Einzelaktion. Aber auch der muss erst wieder umdrehen. Andermatt. Langen Ball. Ja. Und entweder er ist zu weit oder aber Grübel macht das clever gegen Gebhardt. Und es ist auch klar, dass Daniel Maus jetzt schon, auch wenn wir erst ein bisschen über eine halbe Stunde absolviert haben, bei diesen Freistoßsituationen natürlich ein bisschen mehr Zeit hat, als das normalerweise der Fall ist. Ist was Besonderes für die Buchbacher. Gibt auch einen Löwen-Fanclub in Buchbach, über 250 Mitglieder stark.
Also es ist ein Riesenevent, das man Stand jetzt fantastisch gestaltet, weil man eben führt. Wallet. Bauer. Für Drofa, der fällt. Und es gibt keinen Elfmeter. Und auch das kein Foul von Maximilian Drum, oder vielleicht doch. Erstmal liegt da noch der 26-Jährige im Strafraum der Löwen, Patrick Drofa. Wir können noch mal drauf gucken. Und da war es das schon passiert. Da liegt er schon. Aktueller Topscorer, der Buchbacher. Ein Tor gemacht, eins aufgelegt in der noch jungen Saison. Eine ähnlich imposante Torquote in der unteren Liga gehabt, in der Kreisliga Passau. 75 Tore in 4 Saisons geschossen. Also das ist da vorne bei Buchbach, auch wenn Drofer heute viel über rechts kommt, ein mehr als torgefährliches Duo. Die zwei wissen absolut, wo der gegnerische Kasten denn ist. Helmbrecht sucht mal das 1 gegen 1. Das ist bis hierhin nicht so schlecht. Die Flanke ausbaufähig. Kaga mit dem zweiten Anlauf. Köppel. Erik Weger zu spät gegen Büch. Maximilian Drum, der Mann mit dem guten linken Fuß, das hat er vorher bei dem Freistoß unter Beweis gestellt, einfach mal weit nach vorne in der Hoffnung, den zweiten Ball zu holen, aber der ist bei Gebhardt. So gut aus. Stefan T. Das Geburtstagskind am Boden. Soweit wir das bisher gesehen haben, ohne Einwirkung eines Gegenspielers, was dann meist ein sehr schlechtes Zeichen ist, ist offensichtlich was am rechten Knie. Der 29-Jährige bei Unterhaching, Wacker Burghausen und Osnabrück. 135 Spiele in der dritten Liga absolviert. Also der hat eine Menge Erfahrung und weiß dann auch, wenn was nicht mehr so rund läuft. Aber er steht zumindest wieder. Und wir hoffen, dass es für Stefan T. zeitnah weitergehen kann. Unten im Bildrand war kurz zu sehen, ist wieder auf dem Platz. Buchbach damit wieder vollzählig und mit dem Ballgewinn von Patrick Wallet. Büch, Wallet macht die weiten Wege aus dem Zentrum heraus. Und sie lassen die Löwen somit auch nicht ins Spiel kommen. Immer wieder, auch wenn es keine gefährlichen Nadelstiche sind, aber man sorgt für Entlastung, kann immer wieder den Ball für ein paar Sekunden, ab und zu dann auch Minütchen in den eigenen Reihen laufen lassen.
Und den Löwen fällt bis auf diese weiten Diagonalbälle wirklich herzlich wenig ein. Das spielt ihnen alles in die Karten. Und so langsam aber sicher wird auch die Zündschnur, vor allem die von Timo Gebhardt, ein bisschen kürzer. Auch Sascha Mölders hat jetzt gerade nochmal zugelangt. Das kratzt so ein bisschen an dem sonst wirklich guten Start. Andermatt war es. Mölders war nur beim Reklamieren. Aber davor, da hatte Gebhardt schon zugelangt. Spielt Buchbach alles in die Karten. Der 20-Jährige aus der eigenen Jugend, mal zwischendurch wieder gefordert. Allerdings das eine seiner leichteren Aufgaben. Alexandro Petrovic probiert sich aus der Distanz. Zwischendurch dann auch mal wieder ein Torschuss. Auch den nehmen wir gerne mit. 5 Minuten vor der Pause. Weiterhin 1:0 für den vermeintlichen Underdog aus Buchbach. Die Hausherren aufgrund des Eigentors von Felix Weber aus der 9. Minute in Führung. Und seitdem laufen die Löwen erfolglos bzw. dann auch ideenlos gegen die gut organisierte Defensive der Buchbacher an. Sind dann meist eben diese Bälle. In dem Fall auch noch von Erfolg gekrönt, wenn man das so nennen kann. Eckball für die Mannschaft von Birovka. Maximilian Drum als letztes dran. Und so schnell nimmt man die eigenen Fans dann wieder mit ins Boot. Da wird es schnell wieder lauter. Und der Schweizer Nicolas Andermatt mit links vom Tor weg. Vielleicht die Kontermöglichkeit für Buchbach. Drofa, aber da ist keiner wirklich mitgelaufen. Und dann holen sie das Maximum aus diesem Einwurf noch heraus. Das Foulspiel an den Deutsch-Serben Alexandro Petrovic. Vielleicht auch für ihn besonderes Spielchen in der Jugend des FC Bayern ausgebildet. Sollten da noch Rivalitätsgefühle vorhanden sein, dann werden die heute nochmal neu entfacht. Und auch von ihm eine ordentliche Partie im zentralen Mittelfeld. Unauffällig, aber das heißt ja für einen zentralen Mittelfeldmann nicht immer etwas Schlechtes. Lucia! Wo zieht er den denn raus? Christian Bruccia mit einem richtig gefährlichen Teil und am Ende sind es die Fingerspitzen von Marco Hiller. Das wäre kurz vor der Pause ein Riesending gewesen. Drum von der anderen Seite. Er ist lang unterwegs, Grübel. Jetzt haben sie die Möglichkeiten hier. Die Löwen vielleicht gedanklich schon beim Pausentee. Und dann hätte es fast eingeschlagen. Super Direktabnahme von Bruccia. Und auf der anderen Seite auch eine klasse Reaktion von Marco Hiller. Der war, auch wenn er relativ zentral kam, nicht so einfach zu halten. Du
Grübel. Weber klärt. Dann das Foulspiel von Stefan T. Springt Gebhardt da in den Rücken. Gut gesehen vom unparteiischen Christian Dietz, der ansonsten auch keinerlei Probleme mit der Leitung dieser Partie hat. Ist alles fair. Keine bösartigen Fouls. Wurde zwischendurch ein bisschen hitziger. Aber alles ohne böse zu werden. Und er hätte eigentlich keinen Grund zu meckern. Anton Bogenstetter, bekennender Löwenfan. Seine Mannschaft führt hier mit 1:0. Und noch ist nicht Pause. Nochmal Patrick Drofa. Der nächste Einwurf für Buchbach. Erste Halbzeit ist regulär vorbei. Gibt sicherlich noch mal ein paar Minütchen. Wir haben die Behandlungspause von Stefan T. gehabt. Wir haben ein Tor. Also 2 Minuten sind das dann so im Schnitt. Schauen wir mal, was Dietz draus macht. Hofer, der ist zu weit. Und so lang ist es dann gar nicht. Eine war es am Ende. Die Löwen liegen in Buchbach mit 1:0 zurück. Und ich sage das gerne, auch wenn es überraschend kommt. Nicht unverdient die Führung für die Rot-Weißen. Dank eines Eigentors von Felix Weber in der 9. Minute. Die Löwen ansonsten zweimal so halbgefährlich über Nico Kaga und Timo Gebhardt. Mehr war dann da nicht. Und Buchbach hätte vor der Pause mit einem Distanzschuss beinahe noch das zweite Tor obendrauf gepackt. Also es bleibt hier mehr als spannend, wer die Highlights und die wichtigen Situationen und Szenen des ersten Durchgangs verpasst haben sollte. Unter anderem auf sport1.de im Live-Ticker gibt es das alles nachzulesen. Zuzüglich natürlich sämtlicher weiterer Informationen zur Regionalliga. Das, wie gesagt, der Halbzeitstand. Buchbach führt mit 1:0 gegen die favorisierten Löwen. Und gleich geht es dann nach 15 Minuten Pausentee hier an gleicher Ort und Stelle weiter. Und diese äußerst eigene Chance, der Wiesmann ist hier, klingt mit der Rosenlage, es hier geht.
Sensation in der SNR Arena.
Ich habe vergessen, direkt auf den Court. Ich habe 2 Minuten später auf den Court getippt. Und statt hinten raus. Das sieht aus. Schön, oder? Das heißt, die Rüstung ist fantastisch.
weiter. Liebe Freunde in der SMR Arena, nochmal der Spielstand. TSV Buchbach, TSV 1860, München 1-0 für die Rot-Weißen. Und jetzt kommen auch wieder unsere Jungs zurück ans Spielfeld. Und liebe Buchbacher, seien Sie laut auch in der zweiten Halbzeit. Und wir freuen uns auf spannende 45 Minuten. Es ist ein tolles, friedliches Fußballfest. So soll es weitergehen. Diskussionsbedarf bei Timo Gebhardt und Kollegen. Man ist nicht zufrieden mit dem ersten Durchgang und das ist auch absolut verständlich. Die Löwen liegen beim TSV Buchbach mit 1-0 zurück. Ein Eigentor von Kapitän Felix Weber brachte die Mannschaft von Daniel Birovka in Rückstand nach nur 9 Minuten und zum zweiten Mal in nur 3 Spieltagen in dieser Regionalliga Bayern bisher müssen die Löwen einem 1-0 Rückstand hinterherlaufen. Und das hat im ersten Durchgang mal so überhaupt gar nicht funktioniert. Es gab kaum Torchancen. Nico Kager einmal, Timo Gebhardt einmal. Das aber alles nicht wirklich zwingend. Also man prüfte Daniel Maus im Kasten von Buchbach mehr, war es dann letztlich aber auch nicht. Wir gucken jetzt mal, was sich personell vielleicht sogar zum Anfang dieser zweiten Halbzeit geändert hat, weil ich habe gesehen, dass Timo Gebhardt die Binde vielleicht sogar übernommen hatte. Ansonsten halten wir euch da dann bei Bedarf auf dem Laufenden. Es wäre auf jeden Fall nicht verkehrt, frischen Wind in die Partie hineinzubringen. Das ist alles sehr ausbaufähig, aber jetzt haben wir gerade gesehen, Felix Weber ist weiterhin auf dem Platz und Gebhardt übernimmt die Standardsituationen für die Löwen. Wie gesagt, einmal wurde es nach einem Freistoß von ihm so halbwegs gefährlich. Aus dem Spiel heraus viele Diagonalbälle der grün gekleideten, allesamt ohne wirklich gefährlich zu werden. Der ist mal nicht so schlecht. Maus ist draußen und wieder die Möglichkeit umzuschalten für Buchbach. Ja, aber unterbunden. Fair unterbunden, auch wenn Maximilian Bauer da noch eine mitbekommen hat. Es war ein hartes Tackling, aber fair. Viel Ball, wenig Gegner. Entsprechend die richtige Entscheidung vom unparteiischen Christian Dietz, der das Ganze hier problemlos leitet. Und der Vollständigkeit halber, auch Buchbach hat nicht gewechselt zu Beginn dieser zweiten Halbzeit. Und sind wir ehrlich, warum auch? Läuft ja bisher alles im Rahmen. Das, obwohl man vorher angekündigt hatte, man ist hier einfach zufrieden, dieses Spiel ausrichten zu dürfen. Natürlich gibt es einen sportlichen Ehrgeiz, aber man rechnet nicht wirklich mit 3 Punkten oder einem Punkt. Dafür seien die Löwen zu stark. Insgeheim hat man sich bestimmt was ausgerechnet und Stand jetzt ist man auf richtig, richtig gutem Kurs und darf sich bei Löwenkapitän Felix Weber für dieses 1-0 bedanken. Grüß Gott an den Präsidenten des Bayerischen Fußballverbandes, Dr. Rainer Koch. Herzlich willkommen in der SCBR Arena. Vielleicht haben Sie es gerade gehört, Dr. Rainer Koch, der Präsident des Bayerischen Fußballverbandes, ist auch da, gerade durch die Lautsprecheransagen durchgesagt. Alles hier, trotz dieses schlechten Wetters, was Rang und Namen hat. Man will sich dieses Spiel ja nicht entgehen lassen. Ausverkauftes Haus in der SMR Arena, die man extra nochmal um 200 Plätze erweitert hat, damit auch ja alle irgendwie reinpassen. Und auch das sei nochmal hinterher gesagt, wer sich jetzt wundert, warum hatte Gebhardt denn dann diese schwarze Binde, das Ganze ist Trauerflor. Ex-Präsident Dieter Schneider, am vergangenen Wochenende verstorben. Also ein trauriger Anlass, deshalb hier die Löwen mit Trauerflor unterwegs.
Hofer macht Druck auf Köppel. Der klärt dann zum Einwurf. Viel geht über die starke rechte Seite bei Buchbach. Das heißt Grübel, Drofer und Stefan T., der sich da auch immer wieder rechts rausfallen lässt. Absolute Aktivposten. Damit haben die Löwen noch so ihre Probleme. Deshalb fiel auch das 1:0 über diese rechte Seite. Kapitän und Außenverteidiger Grübel auf dem Weg nach vorne. Bei einem seiner vielen Flankenläufe dann erfolgreich. Da haben wir ihn im Bild, Dr. Rainer Koch. Bei dem Dauerregen verständlich, dass die Brille noch ein bisschen geputzt werden muss. Ich habe das eingangs schon mal erwähnt. Man hat überlegt, ob die Partie überhaupt gespielt werden kann, nachdem es wirklich den ganzen Tag unglaublich gegossen hat. Aber das muss man dem Buchbacher Platz lassen. Trotz dieses Dauerregens sieht das hier nicht nach einer Schlammschlacht aus und schon gar nicht nach einer Wasserschlacht. Also der Platz in der SMR Arena kann durchaus ein bisschen schlucken. Elbrecht. Also auch nach über 5 Minuten in diesem zweiten Durchgang. Vielleicht haben sie den Kopf auch nicht so ganz frei, die Löwen, obwohl es sie selbst eigentlich nicht so betreffen sollte. Aber unter der Woche diese Mitgliederversammlung hat wieder für eine Menge Unruhe gesorgt. Unter anderem diese Ansage an Birovka, dass eigentlich kein Druck da sei, aber man müsste trotzdem eigentlich um den Aufstieg spielen. Und natürlich der Höhepunkt der ganzen Geschichte. Schauen wir erstmal auf Andermatt. Erster Warnschuss in dieser zweiten Hälfte. Und dann kommen wir nochmal auf das Thema Mitgliederversammlung zurück. Eigentlich wollte man die Kooperation mit Hasan Ismail kündigen. Zumindest war so das Mitgliedervotum. Aber der Jordania hat ganz klar gesagt, weder seine 60% der Anteile noch die Löwen würden zum Verkauf stehen. Also er stellt sich bei dieser ganzen Geschichte quer. Was dann da letztlich rauskommt, ist ganz schwierig abzusehen. Jetzt wollte Ismail gegen diese 50+1-Regel klagen und wir gucken, was macht Helmbrecht. Und gut geklärt von Buchbach. Und das Umschaltspiel ist auch nicht so schlecht. Drofer, starker rechter Fuß. Drofer und Hiller. Ja, kaum will man mal eine etwas längere Geschichte ausbreiten. Da fangen beide Mannschaften an, gefährlich Fußball zu spielen. Aber wir beenden das Thema einfach mit dem Satz, den Ismail gesagt hat. Seine Anteile stehen nicht zum Verkauf. Das ist der aktuelle Stand der Dinge. Obwohl das die Mitglieder natürlich größtenteils, zumindest so das Votum, ganz anders haben wollen würden. Fahne ging hoch. Deshalb keine wirkliche Gefahr für Daniel Maus. Erste Ermahnung für Daniel Maus. Der Rückkehrer kam vor der Saison von Garching.
einen Zweijahresvertrag unterschrieben und bekommt jetzt die Ansage von Christian Dietz, dem Unparteiischen: Wir müssen hier nicht nach 54 Minuten schon auf Zeit spielen. Auch wenn das ein nur allzu bekanntes Mittel ist. So knappe 35 Minuten vor dem Ende der Partie. Vielleicht auch ein bisschen früh angesetzt vom 22-jährigen Torwart. Maus. Ein mitspielender Torwart. Auch das durften wir in Halbzeit Nummer 1 verfolgen. Kommt gerne aus seinem Kasten heraus. Bislang ist das alles gut gegangen. Und jetzt die Kontergelegenheit, Gebhardt. Alleine gegen zwei Mann, da ist es schwierig, aber er kann sich trotzdem durchsetzen. Und am Ende Thomas Leberfinger. Nico Andermatt. Der ist ihm abgerutscht auf den Kopf von Brucia. Noch Vorteil angezeigt, der ist dann nicht da. Alexandro Petrovic, einen von Helmbrecht mitbekommen. Petrovic unter anderem Drittliga-Erfahrung gesammelt bei Dynamo Dresden. Seit März 2011 in Buchbach unterwegs. Sehr vielversprechendes Talent damals, auch für die U17. Länderspiel absolviert, direkt auch getroffen. Danach kam dann aber, was die internationale Ebene angeht, nicht mehr viel. Versuch allein auf weiter Flur mal was zu unternehmen. Ist aber natürlich auch schwierig da vorne alleine Maximilian Bauer. Und wieder ein weiter Ball. Und Birovka hebt die Arme nach dem Motto: Eigentlich haben wir das anders besprochen. Kein Foul von Grübel. Kein Foul von Grübel und das macht er bis hierhin gut. Schwächerer linker Fuß. Es gibt den ersten Wechsel auf Seiten der Löwen. Nico Kager geht runter. Und so wie das gegen Burghausen angefangen hatte, die gleichen Elf haben wir jetzt wieder auf dem Platz. Benjamin Kindsvater kommt rein. Positionell ist das nichts wirklich Neues. Das heißt, auch Kindsvater wird sich auf der rechten Außenbahn einsortieren. System bleibt gleich. Aus Löwensicht mit der Hoffnung auf ein bisschen mehr Druck in Richtung Daniel Maus.
Doch das dauert ein bisschen länger als normalerweise, bis Markus Grübel den Ball dann auch wirklich in den Armen hat. Anweisungen bei den Löwen. Also man überlegt direkt nochmal nachzulegen von der Bank. Wenn mich nicht alles täuscht, haben wir gerade Lino Tempelmann gesehen. Ganz junger Mann. Fürs zentrale Mittelfeld vielleicht auch nochmal die Idee, da ein bisschen mehr Kreativität reinzubekommen. Wir lassen uns mal überraschen, was sich Daniel Birovka ausgedacht hat. Nach über einer Stunde liegt seine Mannschaft immer noch mit 1:0 zurück und wirklich gefährlicher ist es im zweiten Durchgang auch noch nicht geworden. Helmbrecht, der nicht wirklich ins 1 gegen 1 mit Daniel Maus kam. Sie sind bemühter, das will ich Ihnen gar nicht absprechen, nur zwingend. Das ist was komplett anderes und Buchbach macht das im Rahmen seiner Möglichkeiten fantastisch, stehen tief, versuchen dann immer wieder umzuschalten. Aber diese Hauptaufgabe, die sie sich heute zum Ziel gesetzt haben, nämlich defensiv kompakt und ordentlich zu verteidigen. Die haben sie Stand jetzt richtig gut umgesetzt. Das weiß zu gefallen aus Buchbacher Sicht. Und auch der ist zu weit. Jan Mauersberger. Und es ist wie vermutet Lino Tempelmann, der sich draußen nochmal die Stutzen zurecht zupft. Mehr Kreativität. Ganz langsam im Zentrum der Löwen dann das Ziel. Köppel. Mölders mit viel Tempo. Kindsvater Gebhardt hatte gesehen, dass Maus weit vor seinem Kasten steht. Aber flach wird es schwierig. Benjamin Kindsvater. Und jetzt gibt es die gelbe Karte. Erik Vega hat es da erwischt. Richter zeigt an, Trikot zupfen. Vermutlich gegen Stefan T. Das ist der angekündigte Wechsel der Löwen. Nicolas Andermatt, der Schweizer, verlässt den Platz. Und Tempelmann ersetzt ihn 1:1 auf dieser Position in der Zentralen. Erstmal gibt es aber den Freistoß für Buchbach. Buchbach wird wieder ein bisschen mutiger. Auch der zweite Ball bei den Rot-Weißen. Seit 2003 ein stetiger Aufstieg dieses 3000-Seelendorfes, fußballerisch gesehen. Erst in der Bezirksliga Oberbayern Meister geworden.
2008 in der Landesliga Süd ebenfalls Meister. Dann 2012 ging es in die Bayernliga. Und dann eben in die damals neu geschaffene Regionalliga Bayern. Das ist schon ein sehr steiler Aufstieg. Und es ging auch nie wieder runter. Stand jetzt. Und wenn man sich das heute so anguckt, gibt es auch keinen Anlass, darüber nachzudenken, dass sich daran etwas ändern könnte. Dritten und letzten Wechsel auf Seiten der Löwen. Christian Köppel verlässt den Platz. Also der Linksverteidiger geht runter und für ihn kommt ein weiterer Mann, der positionell das Ganze genauso übernimmt. Kilian Jakob, der Mann mit der 26, ebenfalls auf der linken Seite hinten zu Hause. 19 Jahre jung. Aus der eigenen Jugendabteilung. Ist ja so auch nicht zu erwarten, wenn ein 22-Jähriger vom Platz geht, dass man dann den Schnitt trotzdem mit einem Wechsel nochmal senken kann. In dem Fall ist das Birovka geglückt, wird ihm aber herzlich egal sein beim aktuellen Stand der Dinge. Vielleicht können Sie das hinten im Bildrand noch erkennen, auch Birovka in der Diskussion mit dem vierten Unparteiischen Florian Riepel. Der kann sicherlich am wenigsten dafür, dass die Löwen hier hinten liegen. Aber irgendwo muss es dann raus. Nächste Freistoßposition für Buchbach. Aber Maximilian Drum, der Mann mit dem feinen linken Fuß, muss sich noch etwas gedulden, weil erstmal bekommt Birovka auch nochmal die Ansage vom Chef höchstpersönlich. Das Gas ein bisschen rauszunehmen. Und das ist das Schöne beim 38-jährigen Cheftrainer von 1860 München. Er ist dann auch schnell einsichtig. Alles halb so wild. Drum. Oh, Verlängerung vom eigenen Mann und Eckball Buchbach. Auch das interessant. Maximilian Drum. Ja, das ist der Innenverteidiger Maximilian Drum. Der schießt alle Standards, ob das Ecken von rechts oder von links sind. Das ist ihm herzlich egal. Zweiter Ball immer wieder bei Buchbach, auch jetzt. Mölders kriegt den Griff. Tempelmann überrascht vom viel arbeitenden Maximilian Bauer, der auch hinten immer wieder unterwegs ist. Unglaubliches Laufpensum vom 23-Jährigen. Und bei Anton Bobenstetter, dem Trainer der Buchbacher, da reift so langsam, glaube ich, der Gedanke, dass man hier Minimum mal mit einem Pünktchen das Ganze beenden kann.
Jakob. Helmbrecht. Und wieder Kager. Kager, sag ich schon. Jakob. Kager ist mittlerweile draußen. Vielleicht deshalb Kager im Kopf, weil er zwei der drei Chancen der Löwen hatte. Die zumeist dann an solchen Aktionen scheitern. Die Idee von Tampelmann sicherlich nicht so schlecht. Aber viel zu viel Tempo hinter diesem Ball. Ungenau. Das Eigengewächs schiebt den dann über die gegnerische Grundlinie ohne den Hauch einer Gefahr. Der Laufweg rechts hinten von Erik Weger, der war eigentlich richtig gut, aber da muss der Ball auch halbwegs in die richtige Richtung kommen. Das war einmal mehr nicht der Fall. Für Weber. Aber auch jetzt mal Buchbach, die ein bisschen höher stehen, dann schon an der Mittellinie attackieren. Auch das bereitet den Löwen schon Probleme. Die Suche nach der richtigen Idee. Sie geht auch nach über 70 Minuten weiter im strömenden Regen von Buchbach. Foul, nächster Freistoß. Optische Überlegenheit der Löwen, keine Frage, die ist da. Gefährlich müsste es halt mal werden. Passend zum Satz strömender Regen nochmal die Bilder hier. Also da kommt es zwischendurch auch waagrecht dann Richtung Zuschauer. Mit entsprechend Wind ganz unangenehm zuzugucken, könnte ich mir vorstellen, zu spielen. Es gibt Fußballer, die darauf schwören, es gibt nichts Besseres, als bei Regen zu kicken. Das muss dann jeder für sich selbst wissen. Stand jetzt liegt offensichtlich den Mannen in Rot-Weiß das Ganze besser. Ja, das war deutlich zu spät von Markus Grübel. Räumt da Nicolas Helmbrecht über den Haufen. Ich glaube, da gibt es keinerlei Zweifel, dass es dafür einen Freistoß für die Löwen gibt. Liebe Fußballfreunde, hohes Risiko, auch wenn er zum Ball guckt, der Kapitän der Buchbacher, einfach zu spät. Und die Möglichkeit, über einen ruhenden Ball vielleicht mal Gefahr zu versprühen. Tampelmann mit links, Gebhardt mit rechts, es macht Gebhardt, aber auch da kein Löwe an der Kugel. Zweiter Anlauf und immerhin die Ecke. Auf geht's, Löwe, kämpfen und siegen! Auf geht's, Löwe, kämpfen und siegen! Zweiter Versuch, jetzt per Ecke. Gebhardt, der ist gut. Und dann verpasst, ich meine, es wäre Daniel Wein gewesen, der die Kugel nicht voll trifft. War das jetzt das Einläuten der Schlussoffensive? Bisschen mehr als 15 Minuten plus Nachspielzeit hat seine Mannschaft noch, um hier einen perfekten Start doch noch eintüten zu können. Aktuell bleibt man
bei 6 Punkten aus 3 Spielen stehen. Ist dann weiterhin hinter Schweinfurt, die den optimalen Auftakt in diese Regionalliga-Saison hingelegt haben mit 3 Siegen aus 3 Partien. Das war ursprünglich sicherlich auch das Ziel der Löwen, wird es auch immer noch sein. So langsam aber sicher spielt dann aber auch die Zeit eine Rolle. Und Buchbach kann ja auch immer noch kontern. Marco Hiller spielt mit. Von diesen Kontermöglichkeiten, das würde ich jetzt mal vorhersagen, wird sicherlich im Laufe dieser Partie mehr und mehr jetzt geben für Buchbach. So einen Jan Mauersberger kann man, wenn es eng wird, auch die letzten 5-6 Minuten nochmal in den gegnerischen Strafraum stellen. Mit 1,94 ist das ein durchaus probates Mittel. Auch Felix Weber könnte ein Kopfballtörchen machen. Wenn es dann wirklich so weit kommt, dass man nur noch auf die langen Bälle geht, hat man nochmal Varianten, was auf der anderen Seite dann wieder die These unterstützt, dass hinten die Abwehrspieler nicht mehr zugegen sind. Und der Platz natürlich für die Stürmer oder für den Stürmer Maximilian Bauer, sollte er noch Kraft haben, immer mehr wird. Vielleicht auch ein Zeichen, dass Buchbach die Kraft ein bisschen ausgeht. Immer mehr Fouls, das heißt immer mehr Freistoßpositionen für Timo Gebhardt. Die werden aber trotzdem nicht sehr viel besser. Das muss man auch mal gestehen. Also Gebhardt, der zuletzt bei Hansa Rostock unter Vertrag war, gesagt hat, er kehrt zu seinem Herzensverein zurück und will helfen. Man merkt ihm an, dass er will. Aber die letzte Genauigkeit, die fehlt absolut. Gibt den Einwurf für Buchbach. Gerade wollte ich es sagen, Bobenstädter hat noch alle drei Wechsel zur Verfügung. Den ersten zieht er sogleich. Johannes Meyer steht da draußen bereit. Neuzugang vom SV Erlach. Mit dieser Mannschaft von 2011 bis 2015 von der Bezirksliga in die Bayernliga durchmarschiert. Ein offensiver Spieler, der jetzt für das Geburtstagskind Stefan T. auf den Platz kommt, der trotz seiner Knieprobleme, die er gegen Ende der ersten Hälfte hatte, hier durchgezogen hat, soweit es ging. Und nach 78 Minuten ist sein Arbeitstag vollendet. Mit einer ordentlichen Leistung kann er duschen gehen und Johannes Meyer soll das dann entsprechend übernehmen. Kein Abseits, Mölders. Sascha Mölders, erste wirklich dicke Möglichkeit für die Löwen. Und Daniel Maus ist blitzschnell unten. Mehr oder weniger, das sagt man immer so dahin, aber tatsächlich aus dem Nichts. Auf einmal steht Mölders alleine vor Maus. Nicht zwingend genug, sein Abschluss. Ist gut. Was macht Kindsvater daraus? Gebhardt, Vega zu nah vors Tor. Was wäre das für eine Überraschung? Noch müssen wir im Konjunktiv bleiben, sollte Buchbach tatsächlich gegen die Löwen gewinnen.
Ein kleiner Ort, 63 Kilometer östlich von München. Zum Landkreis Mühldorf, wenn das was sagen sollte. Gehört Buchbach. Die Rot-Weißen führen gegen den deutschen Meister von 1965-66 mit 1:0. Vor offizielle Zuschauerzahl ist, glaube ich, noch nicht bestätigt worden, aber 2700 passen heute rein, weil man das Ganze erweitert hat. Und entsprechend nehme ich dann an, dass das Ganze auch vor 2700 Zuschauern stattfindet. Minuten auf der Uhr gleich rum. Und das Eigentor von Felix Weber könnte für ein ganz, ganz dickes Ding sorgen. Gibt es nochmal Gelb für Maximilian Bauer, der Stürmer. In der Saison bereits einmal erfolgreich gewesen. Beim Auftaktspiel gegen Rosenheim. Jetzt schießt er den Ball hier weg, bringt alles Zeit. Gegeben. Nein, es ist der Abstoß. Kindsvater kommt nicht mehr ran. Der Neuzugang von Wacker Burghausen hat auch nicht zwingend den erhofften Schub gebracht nach seiner Einwechslung. Ist bemüht da draußen, aber kann dann gegen eine so tiefstehende Abwehr seine Schnelligkeit auch nicht zwingend ausspielen. Als Linksfuß auf rechts positioniert, in der Hoffnung reinziehen zu können. Aber sobald er diesen Cut nach innen macht, ist sofort ein zweiter, vielleicht dritter in Rot-Weiß zur Stelle. Und dann wird es natürlich schwierig, zum Abschluss zu kommen. Und mit schwierig meine ich unmöglich, Stand jetzt. Den Ball Jakob. Wohin? Und Weber einfach mal wieder nach vorne. Mölders ist groß, gewinnt auch das Kopfballduell, aber Fahne ist längst oben. Der junge Lino Tampelmann im Moment der Kopfballverlängerung von Sascha Mölders im Abseits. Auch Mölders hängt da größtenteils in der Luft, kriegt meist nur die hohen Bälle, soll die irgendwie festmachen in der Hoffnung, dass die Kollegen dann nachrücken können. Wirklich funktioniert hat es nicht. Und entsprechend ist auch die Stimmung mittlerweile im Gästeblock, gelinde gesagt, nicht am Siedepunkt. Relativ ernüchternd. Verständlicherweise, das ist heute nicht das Gelbe vom Ei. Zusätzlich ist bekannt gegeben worden, dass es am 1. August ein Geisterspiel gegen Nürnberg gibt, aufgrund dieser Ausschreitungen zuletzt im Relegationsspiel gegen Jahn Regensburg. Das ist also die Strafe, die sie dafür bekommen. Da gibt es dann gar keine Fans. Könnte dieser Tage alles besser laufen für den TSV 1860 München. Helmbrecht. Kein Foulspiel. Wäre sicherlich der vorzeitige Höhepunkt seiner Trainerkarriere. Geht in die 8. Saison bei Buchbach. Anton Bobenstetter, der 56-Jährige, hat sich hier
so ein bisschen schon sein Lebenswerk aufgebaut, das kann man durchaus so sagen. Seine zweite Amtszeit auch schon bei den Rot-Weißen. Hatte zwischenzeitlich dann mal sein Glück beim FC Falkenmarkt Schwaben probiert. Auch beim TSV Ampfingen unterwegs gewesen. Aber Buchbach, das ist sein Ding. Und wer 8 Saisons bei einer Mannschaft als Trainer bleiben kann, der hat auf jeden Fall schon mal sehr viel richtig gemacht. Und das gilt absolut für Anton Bobenstetter. Gebhardt, der ist mit Zug und der ist gefährlich. Und am Ende zu zentral. Daniel Maus packt zu. Ja, schwierig zu nehmen für Jan Mauersberger. Kriegt da keinen Druck hinter die Kugel. Keinen Vorwurf an den Innenverteidiger. Handspiel von Drofer. Fünf Minuten sind es noch. Also noch 5 Minuten Zeit für die Löwen, die erste Niederlage in der neuen Saison abzuwenden. Dafür bräuchte man dann aber den Ball und den bekommt man erstmal nicht, weil er im Aus ist. Da gibt es den Einwurf und Gordon Büch, der Linksverteidiger, hat ganz viel Zeit und muss es nicht mal machen. Es macht Brucia, weil der vielleicht noch mal ein bisschen weiterkommt. Aber bevor er das überhaupt machen darf, gibt es noch mal den Wechsel. Also das ist natürlich alles taktisch clever. In der 86. Spielminute. Spielwechsel an TSV Buchbach. Wir bedanken uns bei der 18. Maxi. Da wird jede Sekunde ausgekostet. Das ist auch absolut verständlich. Er hat sich das mehr als verdient, seinen Applaus. Maximilian Bauer, unglaublich viel unterwegs gewesen, zusammen mit Drofer, der Topscorer dieser Mannschaft, mit einem Tor und einem Assist. Die einzige Spitze also jetzt ersetzt durch einen, der ebenfalls vorne unterwegs ist, Thomas Breu, der Mann mit der 10 kommt, um nochmal für Entlastung sorgen zu können. Die mit Sicherheit nochmal notwendig sein wird, Mölders. Er darf gar nicht weitermachen, vorher Foulspiel von Kindsvater. FC Ingolstadt kam zur letzten Saison. Der macht einen sehr guten Job da auf der linken Verteidigerposition. Wir haben im ersten Durchgang schon wenig gesehen von Nicolas Helmbrecht und auch von Benjamin Kindsvater. Größtenteils keine gefährlichen Aktionen. Da haben wir Breu mit Dorfer. Dann versucht Johannes Meyer mitzumachen. Einwurf Buchbach. Und die Zeit tickt und tickt und sie tickt gegen die Löwen. Gebhardt. Und Kindsvater. Schnell ist er. Kindsvater. Foul gibt es nicht. Da unten liegt auch noch mal Dorfer. Na, der ist es gar nicht. Es ist Markus Grübel, nicht Dorfer. Zeigt an, er sei gelegt worden. War für mich im ersten Moment nicht zu sehen. Weit nach vorne, aber das ist zu ungenau. So wird es schwierig, noch mal eine Torchance rauszuspielen.
dann ist sie trotzdem da. Tampelmann. Letzte reguläre Minute läuft. Jakob. Bein abgeblockt. Gibt nochmal den Einwurf. Ja, das sind dann diese üblichen Spielchen. Kennen wir alle. Alexandru Petrovic wirft den Ball nochmal in den Zuschauerrang. Ja, hat ihm auch wieder ein paar Sekunden gebracht. So ist es dann nicht. Und punktetechnisch würde Buchbach mit diesem Heimdreier dann mit den Löwen gleichzielen. Beide Mannschaften mit 6 Punkten aus 3 Partien. Optimalstand für Birovka, sollte hier kein mittelmäßiges Fußballwunder mehr kommen. Erstmal missglückt. Also die 9 Punkte werden es dann wohl nicht mehr. Vorspiel. Thomas Breu bezieht das, macht das gut. Und Christian Dietz hat nochmal Redebedarf. Klar ist bei dem einen oder anderen in Hellgrün die Stimmung ein bisschen im Keller. Ja, auch wenn es nicht viel war, Daniel Wein, ein minimaler Schubser, beschwert sich dann da lautstark beim Unparteiischen. Reguläre Spielzeit ist vorbei. Buchbach führt immer noch gegen 1860 München. Die Sensation zum Greifen nahe. Und sie kommen sogar nochmal. Fahne geht hoch, Abseits. Und Hiller hat es eilig. Da spielen sie aber kurz, also kein weiter Ball. Und dann so ein Ding von Marco Hiller. Du meine Güte. Klar, der linke ist nicht sein Sahnefuß, das haben wir gerade gesehen, aber trotzdem den dann unbedrängt so ins Aus zu schießen. Auch so ein bisschen sinnbildlich für die Leistung von 1860 am heutigen Abend. Sieht nicht gut aus. Man hätte eigentlich die perfekte Antwort geben können auf diese ganzen Unruhen, die unter der Woche entstanden sind bei der Mitgliederversammlung. Das wäre sportlich sicherlich die beste Antwort gewesen, aber das hat hier nicht funktioniert, auch weil der Gegner es richtig schwierig gemacht hat. Patrick Wallett, der jetzt hier vom Platz geht, und Kollegen mit einer unglaublich ansprechenden Leistung. Vor allem, was die Defensive angeht. Gefühlt zu keiner Zeit wirklich unter Druck geraten, wenn es gefährlich wurde. Und da möchte ich den Löwen noch nicht zu nahe treten, aber dann waren es größtenteils eben Zufallsprodukte wie diese Chance von Sascha Mölders. Spielerisch nicht viel gewesen bei den Löwen. Meist diese langen Dinger. Der Platz ist nicht optimal, keine Frage, aber auch Buchbach muss darauf spielen, dass hier kein perfektes Kurzpassspiel möglich ist, weil es unglaublich viel geregnet hat, das ist auch klar. Aber trotzdem, zumindest der Versuch mal, die ein oder andere Ballstaffette auf dem Boden durchzuführen, die war überhaupt nicht da. Und entsprechend geht das auch absolut in Ordnung. Thomas Breu nochmal mit Entlastung. Kilian Jakob kriegt den Fuß dazwischen und die Umschaltmöglichkeit für 60. Oh. Und das darf nur eine Karte sein. Ja, absolut richtig. Keine Frage. Das ist ohne Wenn und Aber glattrot. Ein absolut überhartes Einsteigen. Wir können uns das Ganze hier nochmal angucken. Was soll sowas? Das ist einfach nur dämlich. Nichts anderes.
da kann ich die Entscheidung von Christian Dietz nur teilen. Wer so in den Zweikampf fliegt, auch wenn es kurz vor Schluss ist, er wollte diesen Angriff einfach nur unterbinden, der muss vom Platz. Und entsprechend gibt es dann die rote Karte für Maximilian Hein. Und die geht auch völlig in Ordnung. Wenn mich nicht alles täuscht, ist er erst vor ein paar Sekunden eingewechselt worden. Das war ein Auftritt, der hat sich gelohnt für Maximilian Hein. Er wird am Ende der Einzige sein, der vielleicht nicht bester Laune ist am heutigen Abend in Rot und Weiß. Der TSV Buchbach gewinnt gegen 1860 München. Entgegen aller Erwartungen bezwingt David Goliath mit 1:0 dank des Eigentors von Felix Weber aus der 9. Minute die Löwen über 90 Minuten. Ich will nicht sagen harmlos, aber einfach ideenlos vom Spielaufbau. Chancenverwertung war dann auch noch mangelhaft, wenn Mölders einmal vors Tor kommt. Vielleicht muss er den dann auch machen an so einem Tag, um zumindest einen Punkt mitzunehmen. So ist der Optimalstart aus Sicht der Löwen nicht geglückt. Man bleibt bei 6 Punkten stehen und Buchbach holt sich ebenfalls 6 Pünktchen aus 3 Regionalliga-Partien. Das war's soweit. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Ciao.